So, wir müssen so ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht die Umgebung drauf bekommen. Wir wollen ja die Pins nicht verraten. Ich bin heute mit Lisa unterwegs und dem Olli. Genau, und ja, wir haben gehört, der Bunker soll auf sein. Schauen wir uns das mal an. Scheiße, hier ist Licht an. Ist das reiß? Passt auf eure Augen auf. Oh. Mach mal meine Jacke rein. Okay, auf jeden Fall die Hose danach kaputt. Das kann ich euch schon mal versprechen. Ja. Alter, guckt euch das mal an. Hier sind die Dinger komplett umgebogen. Stimmt das? Oba! Okay. So. Ich frage mich, wie der da reinkommt. Oh, guck dich mal die alten Bunkertür an. So sieht. Kann man da was sehen? Dann geht in den nächsten Raum. Ja? Ja. Ja, dann gehen wir lieber von woanders lang, oder? Heute du stimmst. Ich weiß. Filter. Und was meinst du, Lisa? Werden wir heute erwischt? Nein. Nein, ne? Oh, schöne Bauweise, oder? Das sieht sehr schön aus. Sogar noch alte Wandbemalung. Sogar abgesetzt. Wow. Ah, ne, das ist einfach nur schlechtes Graffiti, aber guck dir das mal an. Hast du schon gesehen, Oliver? Ja. Die ist ja wohl schön, oder? Ja. Also wirklich extrem schöner Bunker. Langer Gang, auch hier wieder links und rechts mit Wandbemalung. Zeitung, mal gucken, von wann die ist. Äh, 2014, okay. Das ist jetzt nicht so alt. Hier steht leider gar nichts mehr. Und hier ist die Entlüftung. Und alte Rohre, die sind runtergekommen und verrosten. Boah, alte Toiletten. Ein riesen Bunker. Oh ja. Krass. Viel weiter guckt man hier nicht. Schade. Hier muss man echt aufpassen, dass das nicht umfällt. Deswegen, bevor wir hier irgendwas kaputt machen, werden wir... Upsa, Licht ist ausgegangen. Werden wir lieber weitergehen und uns den Bunker angucken. Also hier waren noch keine Kabel, Liebe. Schaut euch das mal an. Alles noch da. Wunderschön. Der Lichtschalter. Ja, wenn hier noch Licht gehen würde. Man kann ihn aber auch nicht drehen.
hier. Alte Pakete. Belüftung. Also die Ausstattung habe ich so noch nie gesehen. Für mich komplett neu. Und ich habe schon viele Bunker gesehen. Aber das ist komplett neu. Sehr interessant. Hier könnte vielleicht der Bunkerwart gewesen sein. Und das sieht aus wie ein Gefängnis, ne? Oder, ja, das war wahrscheinlich der Bunkerwart. Hier hat man die Menschen dann entsprechend gezählt, die reingekommen sind. Und hier kann man sogar noch was erkennen. Oliver, hast du schon gesehen? Hier kann man noch was lesen. Ich kann es noch nicht lesen. Vielleicht kannst du es erkennen. Guck mal hier. Da, hier an der Wand, an der Tür meine ich. Meinst du, man kann das lesen? Sanitäts? Ja. Sanitäts nur noch. Den Rest kannst du vergessen. Krass, dann war das der Bereich für den Sanitäter hier vielleicht. Ja. Krass, guck mal hier. Heftig. Was haben wir da? Unterverteilung? Mega. Alles noch da. Oh, tolles Bauwerk, ne? Boah! Gehen wir erst rechts? Ja, wie du möchtest. Absolut tolles Bauwerk, Leute. Ist toll, ne? Hat sich gelohnt. Auch hier Unterverteilung ist noch da. Normalerweise waren ja die Kabeldiebe da und haben alles an Kabel raus. Alter, guck mal, wie riesig das ist. Boah! Oh, hier riecht es nach Treibstoff oder Schmierstoff. Boah, ein riesen Raum. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingehen soll. Wir gehen erstmal hier links, damit wir nicht dauernd Personen drauf haben. Eine alte Batterie. Boah, hier ist auch die komplette Unterverteilung da. 15 Ampere steht da. 500 Volt, 25 Ampere. Boah, richtig gruselig. Richtig spannend. Die alte Lampe. Schön, dass die noch heil ist, beziehungsweise noch vorhanden ist. Wenn man sich vorstellt, wir sind ja mitten in einer Großstadt, deutschen Großstadt. Und vor ungefähr 80 Jahren, als der Zweite Weltkrieg noch aktiv war, haben Menschen ja hier Unterschlupf gesucht und draußen gingen die Bomben runter. Man will sich gar nicht vorstellen, wie sich das hier angefühlt hat. Weil man hat ja die Erschütterung gespürt, man hat die Geräusche wahrgenommen und man war vermeintlich hier drin sicher. Aber wenn man weiß, dass draußen die Menschen vielleicht sterben, die zurückgeblieben sind, weil nicht jeder hat ja Platz in diesem Bunker. Ich glaube, diese Gedanken, die möchte man gar nicht haben, wenn die Familie noch draußen ist, weil der Vater es von der Arbeit nicht geschafft hat. Ganz schlimm. Oh, es geht immer weiter und immer weiter. Boah. Oh, Leute, guckt euch mal an, wie groß das ist. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Kinder? Leute, das könnte für Kinder gewesen sein. Die alte Tür ist noch da. Wegen der Wandbemalung, wisst ihr? Oh. Unvorstellbar. If you want another brother, put your finger on your mother. Okay, father on your mother. Okay, das ist auf jeden Fall nicht von damals. Man muss aber auch immer gucken, ob man irgendwo an den Wänden noch was sieht. Manchmal findet man noch alte Schriften. Hier zum Beispiel nicht stehen bleiben oder stehlen. Eins von beiden, nicht stehen bleiben oder stehlen. Eins von beiden steht da mit Kreide. Wow.
hier war mal orange Wandfarbe oder es hat sich durchgedrückt, das Erdreich. Boah, was ist denn das hier? Das ist der Duschbereich. Das kann natürlich hier für die Damen gewesen sein, wo man sich die Hände gewaschen hat. Das passt auch. Hier war der Wasseranschluss und hier war die Ableitung. Rosa für Frauen. Und hier hatte man sich dann die Möglichkeit, entsprechend zu waschen. Und das waren die Toiletten für die Damen. Und drüben waren die Toiletten für die Männer. Unvorstellbar, oder? Mega. Das ist wirklich ein Highlight, Leute. Hier sind auch die alten Filter. Mein Gott. Richtig gut erhalten. Auch hier oben noch die Beleuchtung zu sehen. 1984 waren hier welche drin. 1983. Ja, aber der Bunker ist natürlich deutlich älter. Der ist aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Aus der Zeit, wo Deutschland von den Alliierten aus der Luft bombardiert wurde. Klar, Deutschland hat angefangen. Das darf man nicht vergessen. So, eine alte Bunkertür. Ganz viel Rost ist runtergefallen. Bitte Barriere stehlen. Aufbewahren, lackieren und nicht beschädigen. Ich glaube, das ist, um eine Sicherung entsprechend zu lösen. Genau weiß ich es aber nicht. Hier ist die Bunkertür schon komplett zerfallen. Die besteht auch nur aus Holz. Boah, alte Spinnen. Guckt euch das mal an. Eklig, und ich hasse Spinnen. Hier war schon lange keiner mehr drin, wenn die ganzen alten Spinnenweben noch da rumgeistern. Das scheint mal der andere Ausgang gewesen zu sein. Ja, das war der Ausgang, den haben sie zubetoniert. Und meistens ist ja noch ein Bunkereingang frei, damit die Feuerwehr oder die Polizei auch hier reingehen kann. Aber das ist schon gut, das Ding hier. Ja, und du auch? Zufälligerweise. Boah, ist das hier das Verlies? Oder der Maschinenraum, ne? Auf jeden Fall Generator. Ah, ja, hier ist der Maschinenraum. Boah, das ist so riesig groß. Unvorstellbar. Mega Anlage. Ist zu wahrscheinlich, ne? Ja, ist zu. Ja, und da vorne, wir haben ja gerade diesen Griff gesehen, beziehungsweise, ja, Griff ist ja falsch, so eine Lanze, und damit konnte man die Sicherung hier rausnehmen. Mega. Und hier konnte man die Sicherung, das sind die Hauptsicherungen, die konnte man dann entsprechend über diesen Mechanismus, konnte man die hoch machen, damit man Strom hatte, beziehungsweise die Anlage stromlos machen konnte. Und hier, das sollte man nicht anfassen, ist quasi der Strom aus der Wand, aus der Erde gekommen. Guckt euch mal diese riesigen Kabel an. Und es war noch kein Kabellieb hier. Oder die haben sich hier nicht angetraut. Ich hätte mich auf jeden Fall nicht hier angetraut. Also so eine Anlage in der Form habe ich noch nie gesehen. Ich bin mega begeistert. Mega begeistert. Wir sind jetzt auch schon ein paar Jahre an dieser Anlage dran und hatten Glück, dass sie jetzt aufstand. Es wird wahrscheinlich auch nur eine Frage der Zeit sein, bis sie wieder zu ist. Das ist ja immer so ein Katz-und-Maus-Spiel. Es gibt Leute, die machen solche Anlagen auf. Und ja, dann erfahren wir über verschiedene Social-Media-Netzwerke darüber. Und dann muss man eigentlich auch am selben Abend noch hin. Ansonsten hat man Pech vielleicht, dass die Anlage schon wieder zu ist. Genau. Mega. Und was sagt ihr?
Richtig geil. Hat nein, noch nicht? Gut, dann können wir gleich jetzt. Zuschauen. Was sind die Toiletten, ne? Ja. Ja. Also das, was Lisa gerade meint, ist das hier. Diese Toiletten waren bis vor einem Monat alle noch ganz. Es gibt Fotos von dieser Anlage, wo die Toiletten alle noch ganz sind. Ja, und es sind dann Leute hier reingegangen. Ob es Urbexer waren oder irgendwelche Kinder. Und die haben dann hier die ganzen Toiletten zerstört. Ich frage mich, also wenn es wirklich ein Urbexer gewesen ist oder eine Gruppe von Urbexern, dann stelle ich mir immer die Frage, habt ihr keinen Respekt vor dieser Anlage, vor diesem Hobby? Ist es euch wichtiger, dass solche Anlagen für andere Leute dann nicht mehr so schön sind, für Fotos etc.? Ich weiß nicht. Wenn es Kinder gewesen sind, die wissen es wahrscheinlich nicht besser, aber ja, guckt euch das mal an. Die Toiletten sind alle kaputt. Das war das Highlight des Bunkers. Und das ist jetzt entsprechend zerstört. Aber, ehrlich gesagt, interessiert mich das nicht, weil die Anlage ist immer noch geil. Das bedeutet, sollten die irgendjemanden damit treffen wollen, Leute, die Anlage ist trotzdem geil. Und von daher habt ihr eher der Anlage geschadet, als den Leuten, die nach euch kommen. Mega. Aber es ist halt leider mittlerweile so, dass viele Anlagen ja auf irgendwelchen Karten, Google-Karten sind und dann stehen sie einer breiten Masse zur Verfügung und leider ist nicht jeder mit so viel Hirn gesegnet, dass man entsprechend auch mit diesen Anlagen verantwortungsvoll umgeht, weil das ist absolut Geschichte und gerade so eine Anlage, die gibt es kein zweites Mal. Altes Hanfseil, oder? Ne, ist ein Plastikseil. Boah, richtig groß, Leute. Richtig groß. Ich guck mal, ob ich rausfinden kann, wie viele Menschen hier damals Platz gefunden haben. Auch damit muss man aufpassen. Je mehr Informationen man über diese Bauwerke gibt, desto wahrscheinlicher wird es, dass irgendwelche Leute die Anlage über Google finden. Auch hier haben wir wieder rosa Wandbemalung. Vielleicht für Kinder, vielleicht für Frauen. Schwierig zu sagen. Anlage rostet auch gut vor sich hin. Ich glaube, das wird mein erstes One-Shot-YouTube in einem durchgehen. Raum 10. Ja, ne? Mega schön. Hört einfach nicht auf. Es ist einfach unfassbar groß, ne? Ja. Wir sind gerade in 9. Und das ist quasi ein Raum, der ist vergleichbar mit dem, wo wir gerade durchgegangen sind. Und das ist hier Ende. Wie viele Leute hier damals Platz gefunden haben. Es gibt ja die Normalausstattung, quasi für die Anzahl von Menschen, für die das geplant war. Und dann gab es die reellen Einsatzfälle. Und da waren natürlich deutlich mehr Menschen drin, als für die, der Bunker geplant war. Ich hoffe, dass es jetzt besser ist mit dem Sound. Ich habe mir extra für euch ein neues Mikrofon gekauft und habe ein bisschen Erfahrung damit gesammelt. Ich habe es jetzt umgedreht, weil früher hatte ich immer sehr laute Umgebungsgeräusche drauf. Und jetzt hoffe ich, dass ich meine Stimme im Fokus habe. Also schreibt mir mal in die Kommentare, ob es mit dem Sound jetzt besser ist bzw. ausreicht. Alter, Matratze. Boah. Das ist ja wohl krass. Das ist ja wohl krass, was ich hier... Okay, das ist aber... Ist das Plastik? Plastik. Was ist das denn hier? Das kann doch nicht sein.
Ja, guck mal. Fährt. Krass. Geil. Was ist das? Hammer. Ein altes Pferd. Ein Knopf oder eine Münze wahrscheinlich, keine Ahnung. Das wiegt ja gar nichts. 50 Pfennig. Kannst du mal leuchten? Ein bisschen mehr drauf? 1921. Krass. 1921, 50 deutsche Reichspfennig. 50 deutsche Reichspfennig. Leuchte mal. Heftig. Den kann man nicht so gut erkennen. Und irgendwas anderes her, keine Ahnung. Krass. Das ist auch krass, ne? Aber das ist Plastik, glaube ich. Lass mal liegen, ne? Ja. Alles klar. Was ist das hier? Heftig. Lisa? Heftig. Heftig, ne? Richtig, richtig gut, ne? Herrlich. Da hat sich das Warten auch gerade gelohnt, ne? Hab ich auch nicht erwartet irgendwie. Nee, so groß. Ja. Und die Bunkertüren sind alle aus Holz. Wir sind ja auch im Bunker schon drin, also von daher muss man jetzt nicht unbedingt mal gucken. Es lohnt sich immer einen Blick auf den Boden zu werfen. Vielleicht findet man ja noch was. Und wenn es manchmal nur irgendwelche Schriften ist, nur Teile mit in die Kandine. War das hier mal ein Kaufhaus? Da hat einer hingekackt. Ja, ne? Und hier, man findet halt auch noch die ganze Technik von damals. Das ist echt krass. Mega. Richtig. Was? Alter! Hier war wahrscheinlich irgendwie der Technikraum oder so. Ich weiß auch nicht, warum ich mich für solche Dinge begeistern kann, aber sowas macht mich irgendwie horny. Tür zu, Stimmuflauf. Was ist das hier? Der Sicherungshalter. Hammer, Leute. Das ist echt krank. Das Ding ist wirklich richtig gut. Ich glaube, ich habe einen neuen Lieblingsbunker. In der Wand, aber von irgendwelchen Jugendlichen wahrscheinlich eher. Mega gut. Und jetzt sind wir zurück. Ja, ich glaube, wir haben alles gesehen. Respekt, Alter. Eine Sache möchte ich noch gerne zeigen. Die habe ich gerade nicht gezeigt, weil ich über die Toiletten und die Super-Urwechsler gesprochen habe. Wo kommen wir? Nee, hier war ich noch nicht. Oh, das ist ja episch. Leute, das ist richtig episch. Boah. Wie in so einer Saw-Serie. Stellt euch vor, ihr wacht hier drin auf in diesem Raum. Seid an dem Stuhl gefesselt. Nein, meine Fantasie geht wieder durch. Aber so genau so sieht es doch aus, oder? Boah. Absolut krass. Ja. Die Tür. Und wie gesagt, Kabeldiebe waren noch nicht da. Das ist so selten, dass man die Verkabelung noch sieht. Oh, da geht's noch weiter. Ja, stimmt, wir haben natürlich den Heizraum noch gar nicht gesehen. Hier haben wir die Heizölbehälter. Mal gucken, wie weit wir hier durchgehen können. Oh, das sieht ja komisch aus. Das ist, glaube ich, der Lüfterraum, der Filter. Oh. Jetzt wackelt es ein bisschen wahrscheinlich. So. Also, wir sind drin. Ich zeige euch mal ganz kurz, was man hier sieht. Also, das ist der Luftschacht. Hier wird die Luft angesaugt. Man kann sogar noch hier das alte Bauteil erkennen. Es ist unvorstellbar. Unvorstellbar. Leider alles verrostet hier. Das ist die Welle. Darüber kam die Luft rein, beziehungsweise wurde angesaugt.
Die Schaufeln sind natürlich schon lange nicht mehr da. Und da kam die Luft rein. Da wurde sie angesaugt. Und eigentlich muss ja immer alles doppelt sein. Und ist es auch. Seht ihr? Das ist das gleiche Teil. Und hier sehen wir noch die Schaufeln. Die sind hier noch vorhanden. Boah, unvorstellbar. Und jetzt zeige ich euch mal was richtig Krasses. Es ist hier alles noch da. Es ist hier alles noch da. AEG. Boah. Das funktioniert leider nicht mehr. Ampere. Also Stromstärke. Nach UVC14. Belüfter. Meine Güte, Leute. Es ist abnormal. Ich kann mich dafür richtig begeistern. Und ich hoffe, ihr auch. Okay, das ist der Lüfterraum. Hier waren die Luftfilter drin. Und da geht es theoretisch noch weiter. Ich weiß nicht, ob wir da schon waren. Boah, ich glaube, es ist gleich Zeit für ein kleines Resümee. Ja, da sehen wir, das sind Kabeldiebe. Das ist ein alter Motor. Und da haben sie die Kupferleitungen schon rausgenommen vom Stator. Ja, da wurde übertragen mit der Welle. Und da war wahrscheinlich irgendwo der Motor dran. Schade. Aber trotzdem, der Zustand ist abnormal. Und hier seht ihr sogar noch die Gummiübertrager. Keilriemen nennt man das, glaube ich. Tut mir leid, dass es gerade ein bisschen ruckelig ist mit dem Bild. Aber ich glaube, die GoPro kriegt das ganz gut hin. Ja, hi Leute, ich glaube nicht, dass man mich so gut erkennen kann. Ich habe allerdings auch die Haare nicht gemacht, aber ich habe gesehen, ich habe 98% männliche Follower, nur 2% weibliche. Das bedeutet, ich glaube, den Männern ist es sowieso egal, wie ich aussehe. Ja, Spaß beiseite. Also ich glaube, Bunker habt ihr gerade selber gesehen, mega krasses Teil. So in der Bauform habe ich keinen vergleichbaren Bunker gesehen bisher. Aus meiner Sicht absolut einmalig. Sehr schade, das mit den Toiletten, also das musste wirklich nicht sein. Ja, aber trotzdem, der Bunker hat mich mega weggeflasht. Wir sind sehr glücklich, dass wir hier noch abends hergekommen sind. Ich kann mir vorstellen, dass der in wenigen Tagen auch wieder zu ist. Das Video wird wahrscheinlich dann hochgeladen, wenn die Anlage schon wieder zu ist. Genau, ich freue mich übrigens über jeden eurer Kommentare, insbesondere dann, wenn ich diese Premieren starte und ich mich mit euch austauschen kann. Da finde ich mega. Die ein oder anderen Hater habe ich mittlerweile auch dabei. Die kriegen dann auch in entsprechenden Spruch auf ihrer Sprache und merke aber, dass die in der Unterzahl sind. Allerdings sind die, die den Content feiern, leider sehr leise. Das bedeutet, da würde ich mir echt ein bisschen Unterstützung wünschen mit einem Kommentar, vielleicht mit einem Follow sowieso, mit einem Like. Aber das Wichtigste wäre mir eigentlich ein Kommentar. Also wenn ihr diesen Content feiert, lasst einfach mal einen Kommentar da und gebt mir ein Feedback, wie euch dieser Content gefällt und was euer Lieblingscontent ist. Sind es die Panzer, sind es die Bunker, sind es vielleicht andere Anlagen? Und in diesem Sinne, ich bin mit diesen Worten raus, euer Random Life.